Hallo, hier sind Hanna und Lissy von Naturwissenstours. Und heute zeigen wir euch ein ganz klassisches Spiel aus der Naturpädagogik, und zwar von Joseph Cornell. Das Baum-Finde-Spiel, und dabei werden einer Person die Augen verbunden. Die Person wird dann durch Umwege durch den Wald zu einem Baum geführt, soll möglichst viele Merkmale von dem Baum erkennen, ertasten, erriechen, erfühlen, wird dann blind wieder zurückgeführt und soll dann genau diesen Baum wiederfinden. Und dann zeigen wir euch jetzt mal genauer, wie wir das machen, und wünschen euch dabei viel Spaß. Man kann einfach ein Tuch nehmen, kann das diagonal falten und einrollen und so als Augenbinde verwenden. Wenn man hat, kann man natürlich auch eine Augenbinde zum Beispiel zum Schlafen verwenden. Ja. Wenn die Person unten noch ein bisschen aus der Augenbinde rausschielen kann, ist es gar nicht schlimm, dann fühlt sie sich sicher. Dann dreht man die Person so lange, bis sie nicht mehr genau weiß, in welche Richtung sie guckt. Bei kleinen Kindern lasse ich das Drehen weg. Damit der Blinde nicht irgendwo dagegen läuft, ist es am sichersten, wenn der Blinde einfach die Schultern oder, wenn der Blinde kleiner ist, die Hüfte von dem Führenden hält. Und dann läuft der Führende so langsam, wie es irgendwie geht, durch den Wald. Gut ist, wenn sich der Führende auf alles, was uneben ist, drauf oder auch in Senken reinstellt. Dadurch kriegt der, der geführt wird, gleich mit, wie er laufen muss. Wenn man nämlich als Führender über einen Baumstamm drüber steigt und der hinten dran das dann nicht mitkriegt, ist es für den Blinden blöd. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man nicht viel dabei redet, sondern sich wirklich ganz auf das Führen und auf das Erleben des Waldes, ohne sehen zu können, einlassen kann. Es ist günstig, keinen geraden Weg einfach zu irgendeinem Baum zu führen, und es ist auch günstig, nicht kilometerweit durch den Wald zu laufen, sondern einfach einen geschlängelten Weg zu einem Baum, der ganz nah an dem Ausgangsort ist, zu wählen. Wenn man an dem Baum, den man dem Blinden zeigen möchte, angekommen ist, führt man die Hände des Blinden vorsichtig an den Baum heran, sodass der weiß, wo der ist. Der Blinde kann dann möglichst ganz unten, ganz oben, vielleicht auch einmal um den Baum herumgehen und den Baum wirklich mit allen Sinnen mal dran riechen, umfassen, ob man überhaupt um den Baum mit den Händen oder vielleicht sogar mit den Armen drumherum fassen kann. Wenn es ein dicker Baum ist, schafft man das oft gar nicht, um möglichst viele Eindrücke zu haben. Natürlich kann man auch gucken, ob direkt neben dem Baum zum Beispiel ein Baumstamm liegt. Wenn die blinde Person den Baum dann wirklich ausreichend und intensiv erforscht hat, dann nimmt sie nicht die Binde ab, sondern nimmt sie vorsichtig den Führenden wieder bei den Schultern oder bei den Hüften. Und der Führende versucht, denselben Weg, den er vorhin gewählt hat, wieder zurückzuführen. Erst wenn man am Ursprungsort angekommen ist, darf der Blinde seine Augenbinde wieder abnehmen und kann dann schauen und versuchen zu entdecken, wo der Baum, den er untersucht hat, steht. So, und wie war's? Also ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, damit ich ihn auch wiederfinde. Und zwar, ich habe gefühlt, wie groß der Umfang war. Der Umfang war ungefähr so. Und die Rinde war relativ glatt. Und er hatte etwa auf der Höhe, würde ich sagen, ein paar charakteristische Verzweigungen. Und hatte außerdem ein paar sehr dünne Äste an der Seite. Und war unten ein bisschen schief. Und jetzt schaue ich mal, ob ich ihn wiederfinde. Als erstes dachte ich, dass es der Baum ganz da hinten ist, weil der auch oben diese Astgabelung hat, die ich gefühlt hatte und auch ein bisschen schräg steht und unten diese ganz vielen kleinen Äste rechts und links hat. Aber dann ist mir aufgefallen, dass hier vorne ja noch so ein Baum steht und der passt vom Durchmesser sogar
passt noch besser. Das heißt, da gehe ich jetzt mal hin und schaue, ob es wirklich der auch war. Und jetzt bin ich mir relativ sicher, dass es der ist, weil ich mir zwei charakteristische Stellen gemerkt hatte. Zum einen die Astgabel hier oben, von der noch ein kleiner Ast hier weggeht. Und zum anderen hat er hier an der rechten Seite zwei Äste, die etwa so 2-3 Finger breit voneinander von der Höhe her entfernt von dem Baum weggehen. Außerdem stimmt auch die Rindenoberfläche so überein. Unten ist er ein bisschen schräg. Und deswegen würde ich sagen, Mama, war das der Baum, zu dem du mich geführt hast? Das war der Baum, zu dem ich dich geführt habe. Noch eins, du hattest ja sogar getestet, wie der Baum riecht. Riecht er denn so, wie er gerochen hat? Ich muss ehrlich sagen, der Baum riecht gar nicht so stark. Der Baum riecht gar nicht so stark, das stimmt genau. Der Baum da drüben, der würde stärker riechen. Oh ja, da riecht man die Rinde richtig stark im Gegensatz zu dem. Ja, das ist nämlich auch ein Unterschied von verschiedenen Arten hier im Wald. Die Kiefer da drüben mit den großen Borkenstücken, die duftet richtig harzig. Und so eine Buche hier mit dieser glatten Borke, die duftet eigentlich gar nicht. Aber das ist eben auch ein Unterschied. Dieses Spiel mache ich ganz oft mit den Gruppen, mit denen ich so durch den Wald gehe. Und da habe ich manchmal schon gedacht, das muss ich jetzt vielleicht nicht jedes Mal wieder machen. Aber tatsächlich bin ich schon immer wieder von Kindern darauf angesprochen worden, dass sie ihren Baum, den sie damals im Wald gefunden haben, auch nach Jahren noch im Wald wiederfinden und so ein bisschen eine Beziehung zu diesem Baum aufbauen. Und deshalb finde ich das ein ganz besonderes Spiel, ein wirklich nettes, einfach umzusetzendes Spiel, was ich euch heute gerne hier zeigen möchte. Genau, und wie immer könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch da lassen und diesen Kanal abonnieren, weil wir noch weitere Videos aus dem Wald und auch Experimente für zu Hause hochladen werden. Und wie immer freuen wir uns über Bilder von euch, die ihr uns per Mail schicken könnt. Außerdem könnt ihr da gerne noch eine Einverständniserklärung dazu schreiben, sodass wir euch in einem unserer nächsten Videos am Ende erwähnen können. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Waldtag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.